Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sum 2 Kampagne hier in Age of Ring. Es gibt keinen wirklichen direkten Projekttitel, weil, keine Ahnung, schwer zu beschreiben das Projekt. Wir spielen halt die Sum 2 Kampagne, sind aber in Age of Ring. Wir werden die Sum 2 Kampagne auch nochmal spielen, sobald die 4.6 für Edain raus ist, weil dann wird diesem zwei Kompanie auch nochmal da kommen. Das Böse kommt über uns. Obwohl, nee, bleibt's mal auf Fernkämpfer. So. Kann ich das Dormitorium irgendwie gewinnbringend upgraden? Eigentlich nicht, aber warum nicht? Ich hab ja das Geld. Brauch's ja nicht. Für andere Sachen. Bei Upgrades kann ich eh nicht machen. Wir haben die Festung erweitert. Wo sollen wir bauen? Jetzt wären einige verlässliche Steinbauern nicht schlecht. Ja, Haldir ist halt in der Enge getrieben wegen ein paar Orks. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Der Feind kommt über uns. In a better position. Ja, this way. Keep your eyes open. Wir haben Haldi, er ist in großer Gefahr. Wir müssen ihn retten. Tja, unser Mut ist ungebrochen. Dann sind sie jetzt leider draufgegangen, aber egal. Ja, bis Heidi tot ist, sind die Orks dreimal tot. Zieht eure Waffen, wir müssen ihn standhalten. Aber egal. Have you spoken to Lord Alden? Er hatte selber auch nochmal ein paar Lorien-Einheiten dabei, das ist auch ganz cool. Was auch immer Heidi hier oben im Nebelgebirge gemacht hat, auf dem hohen Pass. Er schützt eigentlich die Grenzen Loriens. Also das ist eigentlich seine Pflicht, die zu schützen. Ui! Das nenne ich meine Armee. Okay, eigentlich auch nicht wirklich. Unsere Feinde kommen über uns! Die sind auch schneller tot, als du Hups sagen kannst, aber es ist schon mal ein bisschen mehr. Ich wusste, dass das passiert. So, ihr nehmt euren höheren Schaden. Wie lange warten wir denn noch? Greift bitte hier das Gebäude weiter an. Der Feind kommt über uns. So, zack. Sehr schön. Ich weiß es. Dann nehmen wir hier noch das Bad weg. Glauben, was von wegen die jüngere Zwerge nicht kennt, der deportiert ausgewählte Einheiten zum Zielort. Funktioniert nicht mit Belagerungseinheiten. Glauben kann porten. Nice. Ich wollte hier ohnehin weg. Gute Idee. Ich wollte hier. Vorsicht vor den Türmen! Sie haben Bogenschützen! Ja. Erstmal gehen wir da jetzt nach oben. Legt alles in Trümmer! Und nehmen den letzten Gang mit. Das Böse kommt über uns. Beziehungsweise den letzten, der nicht in der Base von denen drin selber drin ist. So, die Orkhöhle ist down. Ich bin dabei. Die Orks sind zurückgekehrt, wollen tatsächlich jetzt doch kämpfen. Heil einfach mal durch. Geht's denen wieder gut. Das Gebäude muss weg. Wir müssen unsere Heimat. Gut, ihr levelt halt gar nicht, ihr auch nicht. Ein Krieg zieht herauf. Oh. Ich weiß es. Show them no mercy. Cut them down. You will regret coming here. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Aber sie können Level immerhin.
Kommen sie nur immer nicht dazu einzugreifen wahrscheinlich. Ich kämpfe an eurer Seite. So, macht es jetzt mal nieder, das Ding hier. Das zweite Türmchen. Hier ist noch eine Kluft. Zerstört die Kluft, bevor noch mehr Riesen kommen. Ja, zerstört alle Riesenklüfte. Es sind eh nur zwei Stück. Und die gehen weg wie warme Semmeln. Ich kümmere mich darum. So, und jetzt bewegt euch, keine Müdigkeit vor Schützen. Schneller, schneller, schneller. Gut, Glorne ist mal wieder der langsamste, ist klar. Ist halt auch ein Zwerg unter lauter Elben. Türme werden hier einmal schön niedergemetzelt. So, das war es jetzt dann hier schon wieder so gut wie. Sehr, sehr gut. Alle Riesenklüfte wurden zerstört, sehr schön. Dann hole ich jetzt noch das Sammelhorn, weil das brauche ich für meine Bogenschützen. So, alle Ork-Tunnel zerstört. Und bevor jetzt irgendeiner von meinen Truppen davor geht, machen wir erstmal das und das. So, ihr wagt euch jetzt bitte einmal hier auf die Fläche raus, damit der Wächter getriggert wird. Genau, da ist der Wächter im Wasser. Heil dir. Zack. Zack. Wir müssen ihn standhalten. Slay them. You will regret coming here. Stark für unsere Schwertträger. Wir brauchen Bogenschützen. Ja, das ist klar. Die schießen auch schon fleißig drauf. Und er ist tot. Sehr gut. Wir hätten jetzt eh nur noch diese eine Ork-Grube. Beziehungsweise Ork-Höhle.
Meine Axt ist hungrig. Legt alles in Trümmer. So. Und zack, zerab, schon hat's funktioniert. Finito. Sehr schön. Der Feind ist vernichtet. Seit sie den Orks den Hohen Pass entrissen haben, können die Elben in die Länder jenseits des Nebelgebirges reisen. Der Krieg gegen die Orks setzt sich fort. Sehr gut. Das hätten wir. Hat fast 20 Minuten gedauert. Das geht schneller. Egal. Wir schnappen uns als nächstes natürlich dann auch die Ettenöden, ebenfalls mit Bruchtal. Tatsächlich spielen wir hier wirklich nur Bruchtal und Erebor. Schade. Naja. Lorien hätte sich zwischendrin vielleicht auch mal angeboten, aber egal. Oder Weidlandreich. Ah ne, Weidlandreich nicht. Es gibt ja keinen Düsterwald. In den alten Tagen herrschte der Hexenkönig von Angmar über die Ettenöden. Heute hat der neue Führer der Orks das Land in Besitz genommen. Glorfindel, Haldir, dem Himmel sei Dank, ihr seid hier. Die Orks haben uns überwältigt. Schnell, noch können wir unser Volk retten. Ei, da oben ist ein Kampftroll. Müssen wir ein Steintroll. Wunderbar, Steintroll. So, auf 15 haben wir immer noch keinen Zugriff. Deswegen würde ich weiterhin hier dieses Untergraben nutzen. Außerdem noch ja, die beiden Königskraut und Elbenfähigkeiten. Beziehungsweise wartet nicht auf mich. Elbengaben. Ich werde versuchen, Verstärkung zu holen. Ich kümmere mich darum. Ja, du kommst eh mittendrin dazu. Ich halte hier ohnehin weg. Gehen wir. Ich kümmere mich darum. Die Orks sind zu zahlreich. Sie verfolgen uns. Boos. Dieses eine Bad macht halt, das hat die Orks so krass nieder. Ich kämpfe an eurer Seite. Ah, ist okay. Sie sind zu zahlreich. Aha, da seid ihr. Naja. Einbildung ist auch eine Bildung. Das sind viele Orks. Da stimme ich zu. Zerstöre alle Ork-Tunnel, um die Fortbewegung des Gegners einzuschränken. Sag bloß. So, ihr zieht euch jetzt auch nochmal ein Stückchen zurück. Damit ihr schön von hinten auf die Gegner schießen könnt. So wie sich das als Bogenschützen gehört. So, das war's da auch schon wieder. Sehr gut. Was für ein hässliches Pack. Das Gebäude muss weg. Ich bin dabei. Ich wollte hier ohnehin weg. Sehr gut, das waren nochmal 1000. Ich kümmere mich darum. So, erreiche die Elbensiedlung, bevor es zu spät ist. Es sind jetzt leider auch ein paar Spinnen dazwischen und die sind leider hier in Age of the Ring Cavalry. Aber ne, den brauche ich gleich. Den Sammelhof. Wie lange warten wir denn noch? Ich bin dabei. Hier können wir nicht bleiben. Gehen wir! You will regret coming here. Take this battle elsewhere. Kämpft bis in den Tod. Ich habe Hilfe geholt. Lasst uns diese abscheulichen Bestien fällen. So, da ist Haldir mit seinen Galla drin. Die ziehen sich auch bitte einmal jetzt zurück. So, und jetzt alles auf diesen Troll, bevor der mir hier einiges weghaut. Dankeschön. Sehr gut. Wir haben sie aus der Elbensiedlung vertrieben. Die Baumhirten werden uns helfen, die Mauern niederzureißen. So, ihr holt euch mal das Ding da. Baut eine Festung und treibt diese abscheulichen Bestien für alle Zeit aus dem Land.
So, du baust hier die Festung. Ich bringe das Baumaterial. Du baust eine Schmiede. Wo sollen wir bauen? Du baust ein Dormitorium. Nicht Dormitorium. Doch, Dormitorium. Ja. Die Armeen der Orks werden sich in den Bergen ausbreiten und Bruchtal überrennen, wenn wir ihnen nicht Einhalt gebieten. Ah, die Zwerge der Erendluin sind hier im Gasthaus. Ich bringe das Baumaterial. Ein vortrefflicher Bauplatz. Ich werde unser Volk beschützen. So, hier hinten stellen wir, dann auch nochmal eine Mine hin. Würde ich dann gerne auch nochmal mit Bloin versuchen, das einzunehmen. Beziehungsweise seine Fähigkeit aufzuzünden. Sie werden dieses Land nicht mehr entweihen. Ich bringe das Baumaterial. Dieser Ort ist nicht geeignet. Baumaterial. Baut dieses Land auf. Begone, foul creature. Haltet sie in Schach. So, die Wachtürme sind down. Das ist gut. Sie sind so, hier geht jetzt mal hier auf den Nahkämpfer. Aber nicht. Huch, was ist denn das? Schickt sie in ihre Hölle zurück. Lasst sie nicht durch. Die hier gibt es aber im normalen Age of Dream gar nicht. Wir dürfen nicht scheitern. Bringt sie zu Fall. Ah. Bringt alles hierher. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Nee, schade, er kann da seine Fähigkeit nicht drauf zünden. Bereit! Zeigt kein Erbarmen! Ich spüre eine große Dunkelheit. Mutig voraus. Ja gut, Glenn braucht da keine Hilfe. Elben, hierher! Diese Trommel. Sie ruft die Bergriesen herbei. Wir müssen sie zerstören. So, ihr tötet bitte mal den Troll. Hey, der portet sich zur Trommel hoch. Das ist unfair. Das ist nicht cool. Was sollen wir bauen? Werkzeuge bereit. Der ist da einfach die Böschung hochgerannt, der Arsch. Schiebung! Baumaterial ist unterwegs. Egal. Ich spüre eine große Dunkelheit. Es kommen immer mehr Bergriesen. Wir müssen diese Trommel zerstören. Jo, die gehen halt direkt auf meine Eco. Da! Er schießt ihn! Ich bringe das Baumaterial. So. Es gibt viel. Sehr gut, die Riesentrommel wurde zerstört, die Riesen wurden zerstört. Das Land versinkt in Dunkelheit. Ihr geht's mal da runter. Wir haben noch viel zu tun. Ein vortrefflicher. Die haben leider eine meiner Schmieden zerstört. Wo sollen wir bauen? Ah. Baut dieses Land auf. Haltet das Gleichgewicht. Taste Noldorin Steel. We fight to protect the last. Zieht eure Waffen, Elben. Kämpft bis in den Tod, Elben! So. Ich bringe das Baumaterial. Schade, hier kann ich auch keine Bibliothek bauen. Bin schon unterwegs. We have not forgotten. Come, my friends. Wir schützen unsere Heimat. In Ladris must be preserved. Das Baumaterial ist hier. Dismantle this foul dwell. Elben! So, wenn die Laura Etelin hier und hier sind und das verteidigen, dann sollte das schon passen. Baut dieses Land auf. We have not forgotten. Ich hatte gerade nicht sollen wir bauen. Take up arms. Baumaterial ist unterwegs. Ich werde euch gut führen.
kommt mit mir. So. Ich werde unser Volk beschützen. Da habe ich jetzt eben irgendwo noch so ein... Da ist ein Nahkämpferbad auf Stufe 1. Ich spüre eine große Dunkelheit. Okay, dann geht ihr direkt einmal zum Ending runter. Und sobald wir den eingenommen haben, machen wir eine kleine Pause. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Umsteht sie! Sie werden dieses Land nicht mehr entweihen! So. Den Endting haben wir. Jetzt ist unsere Aufgabe, den Ork-König zu erschlagen. Und die Festung niederzureißen. Das heißt, ich würde jetzt einmal sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Von diesem doch etwas durcheinander geratenen Projekt, was auch immer. Bis dahin und tschüss.